Alle reden über Feinstaubbelastung, Fahrverbote und Smog in den Großstädten. Doch das Umweltbundesamt sagt, unsere Luft war noch nie besser als jetzt. Wie passt das zusammen und was sind die wirklich gefährlichen Stoffe in der Luft? Ich habe zusammen mit einem Professor der Uni Osnabrück einige Experimente gemacht und nicht schlecht gestaunt, was da herauskam. Und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, klickt jetzt auf Abonnieren, damit ihr kein Science-Video und Experiment mehr verpasst. Los geht's! In Europa sterben jährlich mehr als 400.000 Menschen frühzeitig, weil die Luft verschmutzt ist. Das sagt die Umweltagentur EEA in ihrem Jahresbericht zur Luftqualität in Europa. Allein in Deutschland sollen es ganze 60.000 Tote jährlich sein. Aber woran sterben die Menschen genau? Es gibt drei zentrale Gefahrenstoffe, die genannt werden. Einmal Feinstaub, dann Stickstoffdioxid und bodennahes Ozon. Die Stoffe sind aber nicht alle gleich schädlich. In dem Bericht heißt es, dass allein 412.000 Menschen frühzeitig wegen Feinstaub sterben. Immerhin 71.000 wegen Stickstoffdioxid und nur 15.100 Menschen wegen bodennahem Ozon. Feinstaub ist also mit Abstand der tödlichste Schadstoff. Feinstaub, das sind Partikel, die so klein sind, dass sie den Lufteinlass eines Messgeräts passieren, der für einen aerodynamischen Durchmesser von 10 bzw. 2,5 Mikrometer eine Abscheidewirksamkeit von 50% aufweist. Kompliziert? Kommt jetzt. Abscheidewirksamkeit meint das Verhältnis der Menge des Stoffes, die im Filter hängen bleibt, zu derjenige, die in das System eintritt. Wir sprechen hier also von wirklich kleinen Teilchen. Diese Partikel entstehen vor allem bei Verbrennungsprozessen in Motoren, Kraftwerken und Kleinfeuerungsanlagen und in der Metall- und Stahlerzeugung. Bei Feinstaub gilt die Faustregel, je kleiner, desto gefährlicher. Forschung ist nach wie vor immer noch dabei zu erforschen, was für Ursachen oder was für Konsequenzen eine erhöhte Feinstaubbelastung hat. Man weiß schon, dass Feinstaub möglicherweise Lungen schädigt, Herzinfarkte in Frage kommt und so weiter. Also diese feinen Staube können sich natürlich in den feinen Lungenkapillaren einlagern und dort möglicherweise negative Folgen ausüben. Extrem feine Partikel nennt man Ultrafeinstaub und die können über die Lunge in den Blutkreislauf gelangen und auf diesem Weg weitere Gesundheitsstörungen verursachen. Man weiß also längst, dass Feinstaub echt gefährlich ist. Das weiß man auch über Stickstoffdioxid. Dieses entsteht als Nebenprodukt bei Verbrennungsprozessen, vor allem eben auch in den Dieselfahrzeugen. NO2, das ist die chemische Formel von Stickstoffdioxid und die haben wir im Unilabor in Osnabrück selber mal hergestellt, um anschließend einige Versuche damit zu machen. Das hier, das ist Stickstoffdioxid. Das entsteht dadurch, dass die Salpetersäure hier mit dem Kupfer sich vermischt. Und jetzt seht ihr, wir sammeln das hier in unserer Spritze. Das Gas, das brauchen wir nämlich gleich für unser nächstes Experiment. So, unsere Reaktion hier, die ist jetzt abgelaufen und hier das Braune, das ist Stickstoffdioxid. Und generell entstehen hier bei dieser Reaktion zwischen Kupfer und Salpetersäure ganz viele verschiedene Stickoxide. Die Stickoxide kennt man von Dieselmotoren und wie man dieser Grafik entnehmen kann, ist das auch der größte Verursacher von Stickoxiden. Gleich komme ich dazu, wie man dieses Problem ziemlich einfach lösen kann. Aber hier erstmal ein Versuch, der zeigt, was die Stickoxide in konzentrierter Form mit Pflanzen machen. Sehen wir hier die Reaktion von Stickoxiden an Pflanzen und einmal halt auch noch so ein Referenzgläschen. Und es ist super interessant, das Moos ist mehr oder weniger tot, könnte man sagen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, oh mein Gott, das tötet uns alle oder so. Das ist nicht so ganz der Faktor, das wäre unfair, das zu sagen. Also die Stickoxide, die sind auch irgendwie ein Dünger für das Ganze, weil das dann sich zu Nitrat wandelt. Aber dafür braucht es halt viel mehr Wasser und das führt dazu, dass das Moos und auch die Kresse vertrocknen. Jetzt sind Stickoxide an sich erstmal schon giftig. Natürlich, wenn ich sie einatme, das braune Stickstoffdioxid besonders, das dann ja in der Lunge eben zu Salpetersäure wird und salpetriger Säure, was dann die Lunge schädigen kann. Hm. Insbesondere, wenn man irgendwie dann... Also es reagiert mit dem Wasser in der Lunge, also mit dem... Genau, also es geht in Lösung und wird dann eben reduziert bzw. oxidiert zu Nitrat und Nitrit. Und kann dann, da das ja in dem Fall ins Wasser reingeht, bildet es dann eben die Salpetersäure oder die salpetrige Säure. Yeah. Und Säuren kennen wir, die sind nicht unbedingt gut, yeah, auch gerade wenn man sie dann in der Lunge hat oder Lungenprobleme hat. Ein weiteres wichtiges Gas, wenn man über die Gefahr in der Luft spricht, Ozon, chemisch O3. Das kennen wir eigentlich eher von den Ozonschichten in den oberen Atmosphären der Stratosphäre. Es ist ein farbloses und giftiges Gas und schützt uns eigentlich vor der UV-Strahlung, was ziemlich gut ist. Ozon kommt aber auch hier unten bei uns vor und richtet dort leider große gesundheitliche Schäden an. In Bodennähe entsteht es bei intensiver Sonneneinstrahlung und durch komplexe photochemische Prozesse aus Ozonvorläuferstoffen. Erhöhte Ozonkonzentrationen können bei Menschen Reizung der Atemwege hervorrufen und so eine Reizung der Atemwege kann bei alten oder kranken Menschen böse enden.
das sieht ja jetzt alles nicht allzu gut aus, aber es gibt auch Stimmen, die sagen, unsere Luft war noch nie so gut wie heute. Wenn man die aktuelle gesellschaftliche Debatte verfolgt, weckt das dem Anschein, dass die Luft so schlecht sei wie noch nie, und das ist eigentlich gar nicht richtig. Die Luft, man muss ehrlicherweise sagen, war noch nie so gut wie jetzt. Zum Beispiel Stickoxide betrachtet, da war vor 10 Jahren der Stickoxidgehalt in der Luft deutlich höher, als er heutzutage ist. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass die Grenzwerte nach aktuellem Stand der Forschung immer noch die haben sich verschoben, sind nach unten gesunken, sind nach unten korrigiert worden, und wir haben nach wie vor noch eine Problematik in vielen Städten, dass die Grenzwerte überschritten werden. Das Ganze wird etwas klarer, wenn man sich die Entwicklung der Luftqualität über die letzten Jahrzehnte näher anschaut. Wie man in dieser Grafik sieht, sind beispielsweise Feinstaubwerte stark gesunken, sowohl in der Stadt als auch auf dem Land, wo es auf dem Land logischerweise schon bessere Luft gibt, weil weniger Autoverkehr herrscht. Und das ist nicht nur beim Feinstaub so. Für andere Schadstoffe, wie zum Beispiel Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid und Benzol, gibt es in Deutschland mittlerweile überhaupt keine Überschreitung der Grenzwerte mehr. Da steht Feinstaub und Stickstoff sogar noch am schlechtesten da, weil ab und zu noch Grenzwerte überschritten werden. Aber insgesamt ist alles rückläufig. Man kann also wirklich sagen, im Gegensatz zur Luftverschmutzung vor 30 Jahren ist die Luft heute wirklich viel besser. Also Ende gut, alles gut. So einfach ist das leider nicht, denn man kann sich nur entspannt zurücklehnen, wenn man den festgelegten Grenzwerten der EU glaubt. Aber gerade hier gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen davon, was der richtige Grenzwert ist. Ein Beispiel: der EU-Grenzwert für Feinstaub besagt, dass der Feinstaub-Tagesmittelwert nicht öfter als 35 Mal im Jahr 50 Mikrogramm pro Kubikmeter überschreiten darf. Die WHO-Empfehlung sagt aber, dass der Tagesmittelwert nicht öfter als nur 3 Mal im Jahr 50 Mikrogramm pro Kubikmeter überschreiten sollte. Und folgt man hier der WHO, sieht es echt ziemlich düster aus. Die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation wird nämlich an 78% aller Messstationen nicht eingehalten. Einig sind sich WHO und EU aber immerhin beim Grenzwert für Stickstoffdioxid. Hier darf der NO2-Jahresmittelwert 40 Mikrogramm pro Kubikmeter nicht überschreiten. Aber der Anteil der verkehrsnahen Stationen mit Grenzwertüberschreitung im Jahr 2018 wird auf immerhin 39% geschätzt, was ich schon echt verdammt viel finde. Sollte man also diese Fahrverbote für besonders belastete Strecken durchsetzen und diese Stickstoffbelastungen so senken? Muss man nicht, denn in diesem Experiment sieht man etwas ziemlich Geniales. Wieder haben wir Stickoxide abgefüllt. Auf der anderen Seite haben wir einen Stoff, der sich verfärbt, wenn er mit Stickoxiden in Berührung kommt. Das hier, das ist ein sogenanntes Salzmann-Reagenz. Und hier zwischen, da ist so ein Katalysator, der jetzt in die Autos eingebaut wird, damit die Diesel nicht mehr so viele Stickoxide rausscheiden. Und was wir jetzt erstmal machen werden, ist, dass wir das so kalt da durchschicken und schauen, was dann passiert. Also dieses Salzmann-Reagenz, das hat die Eigenschaft, dass sich das verfärbt, wenn da Stickoxide drankommen. Und hier in der Mitte, da haben wir Harnstoff. Und wenn wir nun die Stickoxide durch den Harnstoff ziehen, sehen wir, sie werden eliminiert. Also die Probe auf der anderen Seite verfärbt sich nicht. Und das ist das, was in den Autos auch eingebaut wird. Also AdBlue heißt das dann, ne? Der Stoff, der dazugegeben wird. Und der soll dafür sorgen, dass weniger Stickoxide bei uns ankommen. Das sieht die renommierte Wissenschaftsakademie Leopoldina ganz ähnlich. Einzelne Straßen zu sperren sei wenig sinnvoll, da durch solche Maßnahmen der Verkehr lediglich in andere Gebiete umgeleitet werde. Sie empfehlen Software- und Hardware-Upgrades, um die NO2-Emissionen zu senken. AdBlue, das ist die schicke Bezeichnung für den Harnstoff, könnte also wirklich einen Unterschied machen. In meinen Augen wäre das viel sinnvoller, als die Diskussion, einfach irgendwelche Straßen zu sperren. Die Forscher der Wissenschaftsakademie plädieren übrigens auch für eine drastische, nachhaltige Verkehrswende. Und da sind Updates wie AdBlue natürlich nur der erste Schritt. Was wir langfristig brauchen, sind andere Autos mit umweltfreundlicheren Motoren. Die Akademie sagt, mit modernen Fahrzeugen, mit funktionierender Abgasreinigung, könnte innerhalb von nur 5 Jahren die Luftbelastung so stark zurückgehen, dass die geltenden Grenzwerte immer eingehalten werden. Also fast immer. Das klingt tatsächlich nach einer ziemlich guten Perspektive, aber es gibt noch einen anderen Weg, den ich auch ziemlich interessant finde, der auch auf einer Studie basiert. Und da geht es darum, wie viele Bäume brauchten wir eigentlich, um den ganzen CO2-Ausstoß von uns Menschen wieder einzufangen. Und darum geht es in diesem Video hier. Schaut euch das mal an, wie viel CO2 kann ein Baum eigentlich einsparen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und schaut mal bei Instagram vorbei. Da gibt es momentan echt ziemlich viel Content, wo ich euch ein bisschen mit hinter die Kulissen nehme und ziemlich coole Fakten zeige.